Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WWE 2K16 hier auf GameTastical.de. Gespielt natürlich von Matthias. Und wir sind ja jetzt zu Raw gegangen, um einer neuen Auseinandersetzung mit Kevin Owens zu entfliehen. Wir mussten zwar unseren NXT-Titel abgeben, sehr schade, gerade hatten wir ihn gewonnen. Aber ganz ehrlich, nein, ich wollte nicht nochmal gegen Kevin Owens ran. Ja, das ist unser heutiges Ziel, Gewinne durch Disqualifikation. Unser Gegner ist John Cena. Gleichzeitig wurde ja auch schon angekündigt, dass wir einen mysteriösen Fremden haben, der mit uns eine Rivalität starten will. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Vorher würde ich aber ganz gerne noch in die Talente reinschauen, denn wir können uns jetzt tatsächlich den Seilspringer kaufen. Und das finde ich natürlich spitze. Das heißt nämlich, dass wir jetzt vom obersten Seil aus Sprungangriffe machen können. Das ist... Nein, das muss ich erst wieder speichern. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam hier. So, dann müssen wir aber gleichzeitig auch noch in unser Moveset gehen. Denn da müssen wir erstmal was einstellen. Wir gehen mal in die normale Bearbeitung rein. Und dann schauen wir uns das mal an, ne? Was wir uns da jetzt für hübsche Moves gönnen. Styles ist ja jetzt nicht unbedingt der Mega-High-Flyer, aber er kann ein bisschen kann er das schon, ne? Also würde ich sagen, schauen wir mal. Bei stehendem Gegner, ohne. Das ist der Blockbuster, genau. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich das Top-Rope haben. Ach so, das muss ich erst aus... Ach, das müssen wir erstmal... Oh, wieder hin und her, wir müssen das erstmal ausrüsten, natürlich. Das hätte ich vorher noch machen sollen. Dann machen wir das mal ganz kurz. Rüsten es noch schnell aus und dann schauen wir mal, was wir uns da für hübsche Moves gönnen für Herrn Styles. So, ausgerüstet ist es. Zack, bumm. Und dann schauen wir nochmal ins Moveset rein. Und dann wählen wir uns was Schickes aus. Ich glaube, Moonsault passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu Styles. Aber wir schauen mal, was wir sonst noch so im Angebot haben. Also Sprung. Ja, jetzt haben wir alles. Hier haben wir jetzt erstmal so einen schönen Dropkick. Da muss ich aber sagen, da würde ich gerne oder hätte ich gerne irgendwie ja, so eine Clothesline. Die passt eigentlich ganz gut. Aber ich schaue nochmal, was wir sonst so haben. Der Crossbody. Klicks. Das sieht ganz cool aus. Wir nehmen die Diving Clothesline. Und dann hätten wir hier noch einen Crossbody, den wir nehmen könnten. Schauen wir mal. Ich finde, ein Crossbody passt auch sehr, sehr gut zu Styles. So, hier haben wir eigentlich sonst nichts Interessantes mehr, glaube ich. Wir könnten höchstens noch die... Die sieht eigentlich schon auch cool aus, die Hurricane Runner. Die passt eigentlich auch ganz gut zu AJ Styles, finde ich. So. Ach, hey, da haben wir jetzt einiges. Superfly Splash. So, nein, ich weiß, glaube ich, schon, was ich möchte. Also erstmal, ja, das ist mir, haben wir da nicht einen normalen Moonsault vielleicht? Corkscrew Moonsault gäbe es noch. Ja, der Five Knuckle Shuffle muss jetzt nicht sein. Footstomp gäbe es natürlich auch noch, wäre auch ganz interessant. Aber gut, dann nehmen wir halt den. Oder warte, ich schau mal. Money Shot, Moonstomp. Ui, der ist auch geil. Geiler Move. Aber nee, dann würde ich sagen, nehmen wir den Diving Moonsault 2. Dann haben wir hier noch Halte X, genau. Da würde ich tatsächlich den Frog Splash nehmen. Der passt, finde ich. Okay, der dauert fast zu lange, ne? Das ist ein bisschen. Ah, finde ich jetzt nicht so geil. Das sieht aber auch cool aus. Warte, nochmal, will ich nochmal sehen. Komm, spring nochmal, Junge. Ja, obwohl, sieht ein bisschen albern aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir den... Ne, den Coup de Grace nehmen wir natürlich nicht. Den lassen wir mal schön bei Finn Balor. Ich würde sagen... Da habe ich vorher hab ich noch was... Ich glaube, der Diving Body Splash. Ja, den nehmen wir. Und die Middle Rope Sentin, ja, da können wir sowieso nicht mehr sonst. Ja, würde ich sagen, bleiben wir bei der Sentin. Okay. That's it. Das sind die neuen Moves von AJ Styles.
Eigentlich hätte ich jetzt noch schnell den Signature ändern können, ne? Denn der Pelé-Kick, ganz ehrlich, der geht mir tierisch auf den Sack, weil der die meiste Zeit einfach mal gar nicht funktioniert. Aber okay, das können wir ein andermal auch noch machen, kann ich auch mal außerhalb der Aufnahme machen. Aber jetzt haben wir sowieso 5 Minuten damit verbracht, hier unser Moveset anzupassen. Das heißt, wir starten jetzt unser Match gegen John Cena. And his name is John Cena. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir brauchen die Themes gar nicht. Ich kann die auch selbst singen, ne? So, los geht's! Bums! What? Seth Rollins? Ernsthaft? Ernsthaft? Cena ist ein bisschen abgelenkt. Das nehmen wir mit. Ist halt jetzt die Frage, in wessen Ringecke Rollins hier steht. Kann ich nochmal... Jetzt springt er drauf. So, versuchen wir gleich mal einen der neuen Moves hier. Bums! Jawoll, Freunde. So will ich das sehen. Und der Snap-Suplex hier. So, können auch mal vom Middle Rope ein bisschen was machen. Ist ja auch schön. Tut genauso weh. So, mein Freund. Komm mal hoch. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. Whip in. Und der erste Konter hier von John Cena. Und diesen einfachen Reversal haben wir verkackt. Was hat er vor? Was macht er denn jetzt? Alter! Auf! Auf! Ey! Aus! Bums! Au! Oh. Also wir müssen unsere Reversals auf jeden Fall nochmal ein bisschen pushen. Das ist echt scheiße. Wir sind wirklich schlecht in den Reversals. Ey! Was macht denn jetzt? Ernsthaft, das kann John Cena nicht. Das ist unrealistisch. Das kann John Cena nicht. Das habe ich noch nie bei ihm gesehen. So, jetzt aber. Jetzt sind wir wieder am Drücker. Nein, sind wir nicht. Er setzt uns ganz schön zu hier. Sit-out Powerbomb. Oh, und Rollins ist auf jeden Fall auf unserer Seite und das können wir nicht nutzen. So, komm her. Bums. So, mein Freund. And when we talk about the serious injuries that John Cena's had to overcome, maybe nothing stands out more than Cena returning from the Warte, den habe ich ja nicht ausgewählt gehabt, den Elbow Drop. Seltsam. So, komm her, Johnny. Period at that point. Bums. Onto the scene with a win over Chris Jericho for the heavyweight title. Well, that just cemented his legacy. What a night that was. So, John Boy. Komm mal hoch hier. So, whip in und bums. And that shot was dialed in. Und jetzt sind wir mal schön am Drücker hier. Ist auch gut so. Oh. Oh nein. DDT. Und wieder Rollins. Danke, Mann. Danke. Danke, Seth. Seth Rollins rettet uns hier gerade den Arsch. So, Freundchen. Ja, Bubs, Moonsault. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Cena mit einem Signature ist immer gefährlich. So, John Boy. Nochmal die Senten. Hinterher.
Und jetzt. Oh. We've been talking about John Cena's power. Can't forget about his technique either. He is definitely a savvy performer. But I think it's the all keine gute Sache. Power in his upper body. Five knuckle shuffle. If he continues to get his way like this, the match will easily become one-sided. Oh no. Und der schultert uns. FU beziehungsweise Attitude Adjustment. Und das war's. Welcome to Raw, AJ Styles. Da hat John Cena aber wirklich kurzen Prozess hier mit uns gemacht. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's a franchise and I'm shining out. You can't see me, my time is now. Ach, verdammt noch eins. Der John. Da hat er uns einer auf den Sack gegeben. Aber naja, was willst du machen, ne? Ja, freu dich, John, deines Lebens. Okay, Heath Slater ist ziemlich sauer, dass wir John Cena nicht besiegen konnten. Was fällt uns eigentlich ein? Ja, das haben wir nicht geschafft, haben wir auch ehrlich gesagt gar nicht versucht, diesen Befehl hier zu erfüllen. Muss auch nicht sein. Please join me in welcoming my guest tonight. Hallo. Let's talk about what happened out there tonight. Ja, nichts Gutes. It feels like the authority is very displeased with you. What are your thoughts on that? Ja, nur weil ich jetzt ein Ziel mal nicht erfüllt habe, oder was? Ich lasse nicht zu, dass die Authority gewinnt. Ich quetsche alle, die sich gegen die Authority stellen. Ich bin froh, dass sie mich hassen. Triple H erwartet mehr von mir. Ja, ich glaube, Triple H erwartet wirklich mehr von mir. I know. I would first like to apologize to Triple H and Stephanie McMahon. Thanks for the time. Back to you. Hallo, lässt du mich vielleicht ausreden? Hallo? Ich hab mich nicht ausreden lassen. Die Schnalle. Was ist los mit der? Die hab ich nicht ausreden lassen. Ich glaube, Takt. Naja, welcome to Raw, AJ, auf jeden Fall. Ach nee, und es wird nicht leichter, es geht gegen The Big Show. Führe in deinem Match den Finisher deines Gegners aus, das können wir. Wir müssen nur mal gucken, wie das nochmal geht, ne? Wir haben ja, das Talent sollten wir schon haben. Nee, nicht hier, sondern das haben wir bei den Fähigkeiten gekauft. Das ist ja dieser Move-Dieb. Halte LB gedrückt, während du Y... Okay. Okay, also wir müssen The Big Show eine auf den Sack geben. Jo, das könnten wir hinbekommen, ne? Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Na gut, The Big Show ist es, The Big Show wird es und den machen wir natürlich fertig. Vielleicht bekommen wir ja wieder ein bisschen Unterstützung hier von Seth Rollins. Und wir müssen uns auf jeden Fall merken, L, B und Y... damit wir den alles vernichtenden Knockout-Punch hier ausführen können gegen The Big Show. Ui, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Match hier wird. Auf jeden Fall interessant. Und wieder ist Seth Rollins da. Und ich weiß nicht, was der vorhat, ehrlich gesagt. Was das soll? Warum Rollins hier immer wieder herauskommt? Okay, Big Show ist auf jeden Fall eine Nummer größer als wir. Aber der Enziguri, der macht. Der bringt ihn erstmals auf die Matte und da kommen wir mit einem Leg Drop. Ich weiß nicht, was das war. Das war auf jeden Fall hier die Senton wieder. Und wir erklimmen das oberste Seil für den Moonsault und der sitzt natürlich. He can get behind that move is absolutely unfair.
Und unsere Reversals sind im Moment wirklich schwach. Das hat nichts bewirkt, mein Freund. Und der Arm Drag. Well, that messed him all right. Hey, did you look before firing? What an idiot. Ah, der Swinging Neckbreaker. Der funktioniert noch. Und wir steigen wieder aufs oberste Seil. Nächster Moonsault. Schönes Ding. Und wir müssen ihn so gut es geht hier am Boden jetzt bearbeiten. Aber das klappt schon wieder nicht, denn Big Show kontert. Looking good so far, not much damage if any has been absorbed. Man, oh man, did he take a wild. So, nächster Swinging Neckbreaker. Das wird jetzt natürlich kein Traummatch hier. So viel steht schon mal fest. Aber an uns soll das nicht liegen, ne? Und das wird schmerzhaft. An uns kann es nicht liegen, dass das Match schlecht wird. So, Cover hier vom Big Show. Und wir haben ihn. Ah, die Headbutt lässt Styles hier nicht zu. Und da gibt es wieder ein paar Kicks. Und der Russian Leg Sweep. So, mein Freund. Nochmal der Russian Leg Sweep. Eigentlich wollte ich einen kleinen, aber feinen Signature hier ausführen. Aber naja, dann muss es halt der Calf Killer werden. Und es ist ein Rope Break. So, sieh mal einer an. Sieh mal einer an, Big Show. Guck mal. Verdammt. Und der Spear. Und wieder das Cover. Referee abgelenkt. I mean, you wouldn't think nimble is a word you'd use to describe a 7-foot, 40-pound Goliath. Mehr können wir nicht machen. It almost fits. Well, almost. Oh, das hat den Referee auch getroffen. Und Rollins gibt uns da den Stuhl. Wir nehmen dieses Angebot. Nein, wir nehmen es nicht an. Nein, wir sind Face, wir machen das nicht. Seth, so nicht. Wir spielen fair. Auch gegen The Big Show. Und der ist einfach so krass, der Typ, ey. Sehr schöner Konter. So, und jetzt haben wir erstmal eine kleine Verschnaufpause hier. Können uns mal ein bisschen erholen. Vor allem, was die Ausdauer betrifft. Und er verprügelt hier Rollins. Ich mische mich da nicht ein. Gorilla Press. Er könnte ihm den Finisher geben, aber das will er dann scheinbar doch nicht. So, nächster Russian Leg Sweep. Und AJ Styles muss hier fliegen. Alter! Alter Finne! Alter! Alter Finne! Aber voll auf die Fresse während des Absprungs. Und jetzt müssen wir erstmal raus hier. Alter Schwede! So, Freundchen, komm her! Yeps. Schönes Ding. Können wir auch so runterhüpfen? Wow! Alter! Hat zwar nicht gut ausgesehen, aber was soll's, ne? Was soll's? Na, komm her. So, Freundchen.
Ah, wieder Reversal hier von The Big Show. Und jetzt kassieren wir wieder, ne? Jetzt kassieren wir wieder. Nein, wir kassieren nicht, wir kassieren nicht! Bums! So, erstmal erholen. Komm schon. Ja, Calf Killer. Es ist halt echt ein scheiß Move, weil du immer in den Ropes bist. So, Big Show. Aber jetzt, mein Freund, jetzt kriegst du auf der Schnauze. Und wehe, du konterst nochmal, du Schwein. So, Bams. Und das hat er verdient. Und jetzt das Cover. 1, 2, 3. Jawohl. Highlight auf jeden Fall der Knockout-Punch während des Absprungs hier. Aber das werden sie sicher nicht zeigen, weil Highlights, das ist eher ein Highlight, was er hier macht. Wow, Wahnsinn. Super Highlight. Top Highlight kann man einfach nur... Also da kann man gar nichts anderes sagen. Die Highlights waren super. Jawohl. Danke, Seth. Okay, The Big Show ist ein bisschen sauer. Cesaro mag uns, The Rock mag uns sowieso, warum auch immer. Und damit haben wir jetzt die 200 TP auf jeden Fall ganz redlich verdient hier mit dem Knockout-Punch gegen The Big Show. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. Du lässt mich doch eh wieder nicht ausreden. It seems like the authority has been taking a liking to you lately. Is there any truth to that? Ja, voll. Du lässt mich doch eh wieder nicht ausreden. Die kommen mir besser nicht in die Quere. Ich will ihr Vollstrecker sein. Es geht nicht um die Authority, ganz ehrlich. I do everything in that ring for the WWE Universe, not the Authority. Whatever it is they're selling, I'm not buying it. And the WWE Universe is not buying it. So to answer your question, no, there is no truth to what you're saying. Oh, sie hat mich ausreden lassen. Danke. There you have it. Back to you, Cole. Ja, back to you, Cole. Ich bin ja gespannt, wie Seth Rollins jetzt reagiert. Ich tippe ja mal, dass er auch von der Authority geschickt worden ist. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nett, dass er uns bisher so gut unterstützt hat. So, SummerSlam. Och nee, oder Alter, wieso jetzt den Undertaker? Bisschen krass, oder Freunde? Bisschen krass. Zeige ein 5-Sterne-Match. Natürlich. Natürlich ein 5-Sterne-Match. Habe ich bisher noch nie geschafft. Werden wir auch heute nicht schaffen. Beziehungsweise nicht mehr heute, sondern in der nächsten Ausgabe. Das war's wieder, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Den findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.